Hey Clash, am 1. August diesen Jahres habe ich einen komplett neuen Free-to-Play-Account erstellt, mit dem Ziel herauszufinden, wie schnell der Fortschritt zurzeit im Spiel ist, wenn man keinen einzigen Cent ausgibt. Und überraschenderweise ging das Ganze relativ fix vonstatten. Mein Plan insgesamt war es, so schnell wie möglich Pokale zu pushen, denn etwas, was auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es, die Erze zusammenzubekommen für die Ausrüstungen von den Helden. Und nun ja, dementsprechend vorangeschritten und nach insgesamt einem Monat war ich bereits auf Radarstufe 12. Die Verteidigung, natürlich, haben auf jeden Fall hinterhergehinkt und nach 61 Tagen ist dem immer noch so. Aber wir sind dabei, unsere Helden und alles drumherum sehr, sehr schnell voranzubringen, um dann die Verteidigung nachzuziehen. Auch bereits mein Aushilfsbauarbeiter ist auf Stufe 5, man bekommt super viele Juwelen durch die ganzen Errungenschaften des Accounts und die Helden sind durchgehend im Ausbau. Das heißt, ihr seht jetzt hier wunderbar, die sind relativ gut vorangekommen für einen Fortschritt von gerade mal eben 2 Monaten, knapp 61 Tagen. Damit bin ich insgesamt sehr, sehr glücklich. Forschung natürlich dauert ewig. Das ist auf jeden Fall das, was am Ende mit am längsten dauert. Was aber auch mit sehr, sehr lange dauern kann, sind die Erze. Und auch hier würde ich sagen, ist der Fortschritt bisher sehr, sehr vernünftig für insgesamt 2 Monate. Ich habe noch jede Menge Sternerz aktuell übrig, weil ich bisher nur eine epische Ausrüstung habe, weil ich bisher den kompletten Fokus, was die Juwelen angeht, erstmal darauf legen möchte, dass ich meine ganzen Bauarbeiter habe, die Aushilfsbauarbeiter natürlich hochleveln und so weiter und so fort. Ansonsten, eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt, obwohl ich Lila und Sternerz mir mit den Raid-Medaillen hole, ich habe einfach viel zu viel blaues Erz. Es ist einfach sehr, sehr schlecht gebalanced. Aber gut, vielleicht am Ende auch absichtlich, damit Leute mehr Sachen kaufen. Ist wahrscheinlich, aber nun gut, kann man nichts gegen ändern. Ist auf jeden Fall dennoch nervig. Aber ansonsten der Fortschritt insgesamt wunderbar. Ihr seht also, auch mauerntechnisch kommen wir gut voran. Und pokaltechnisch allerdings seht ihr auch, sind wir ein bisschen gefallen. Denn, ja, ich muss das Projekt aktuell erstmal pausieren. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich eigentlich und ich erkläre gleich auch genau, wieso, weshalb, warum. Vielleicht jetzt nicht gerade denken, bitte was? Moment, was hat er gerade gesagt? Wieso das denn? Dazu kommen wir gleich. Davor allerdings möchte ich mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr auch als Free-to-Play-Spieler jeden Monat ein paar extra Juwelen und auch magische Items euch holen könnt. Oder, das ist übertrieben gesagt, ihr könnt euch immer einen Trank zum Beispiel zusätzlich holen. Das bedeutet, es gibt die Supercell Store, also den Supercell Shop, die Webseite. Und dort könnt ihr immer, habt ihr einen Eventpass sozusagen und da könnt ihr die ersten beiden Belohnungen einsammeln als Free-to-Play-Spieler, indem ihr die Missionen auf der Webseite macht. Ist jetzt nicht die Welt, aber hey, 100 Juwelen und immer ein magischer Trank, den nimmt man auf jeden Fall mit als Free-to-Play-Spieler. Ist auf jeden Fall ganz nett. Wenn ihr jetzt natürlich eben sagt, hey, ich gebe auch ab und zu mal Geld aus, gibt es die ganzen Angebote aus dem Spiel und noch oben welche dazu, auch auf der Webseite. Gleicher Preis, allerdings obendrauf bekommt ihr, wie ihr hier mal seht, noch Punkte, die halt eben auch euch einen Fortschritt bringen auf eben dieser, auf diesem Eventpass oder auf dieser, halt auf diesen Punkten hier, was ich meine. Das bedeutet, je nachdem, wie viel ihr dort kauft, könnt ihr zusätzlich Juwelen, magische Items allgemein noch mit oben drauf bekommen, also bekommt am Ende mehr für euer Geld. Von daher, falls ihr es gerne machen wollt, könnt ihr es gerade machen. Wir haben auf jeden Fall gerade jetzt hier den Ressourcentrank eingesammelt. Ah ja, und ihr könnt gerne Code zu benutzen, falls ihr den Kanal unterstützen wollt. Aber zurück hierzu, ich bin erstmal noch ein paar magische Items am Verkaufen. Vor allem die Tränke können jeweils immer direkt alle raus. Das Einzige, was ich wirklich benutze, sind an sich die Bauarbeitertränke. Alles andere kann an sich immer weg für die Juwelen, sodass wir am Ende auf jeden Fall gut dastehen, wenn es darum geht, die nächste Stufe von dem Ausrüstungsbauarbeiter freizuschalten, beziehungsweise allgemein die ersten epischen Ausrüstungen mitkaufe. Denn eine Sache ist echt nervig, das System für Spiele, die zurückkommen und die Ausrüstung verpasst haben, es ist auf jeden Fall sehr, sehr frustrierend. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ansonsten, wann immer ihr Runen bekommt, würde ich sie als Free-to-Play-Spieler euch auf jeden Fall empfehlen zu verkaufen. Die 50 Juwelen sind meiner Meinung nach immer wesentlich besser. Ausnahme hierbei ist aber auf jeden Fall die Rune des dunklen Elixiers, wenn ihr euch die Zeit ersparen wollt, was das Farmen angeht. Aber durch die letzte Änderung mit dem Farmen solltet ihr euch auf jeden Fall das immer ganz schnell behalten. Bei Büchern oder sowas ist dann was anderes. Darauf vielmehr könnt ihr es gerne behalten. Aber ansonsten etwas, was ihr im Kopf behalten solltet. Aber jetzt natürlich zur Erklärung, was genau ist los? Wieso genau möchte ich das Projekt aktuell pausieren? Aus 2 Gründen. Erster Grund, ihr habt es inzwischen vielleicht schon gesehen, werdet ihr auch meinen englischen Kanal verfolgen, die Videos performen dort einfach überhaupt gar nicht. Es ist jedes Mal bei den YouTube, beim Dashboard sozusagen, also bei der Übersicht, haben wir als Content Creator immer eine Übersicht über die letzten 10 Videos und wie die performt haben. Und
Naja, diese Art von Videos sind immer eine 10 aus 10. Wer jetzt erstmal denkt, ey, das ist was Gutes. Nee, also vom Ranking. Das heißt Platz 1, 2 und so weiter. Und das ist immer wieder ein Platz 10 Video, was halt sehr, sehr frustrierend ist. Und zeitgleich geht hier sehr, sehr viel Zeit auf jeden Fall rein, was halt am Ende des Tages ein bisschen schade ist. Deswegen muss ich das Ganze ein bisschen überdenken, wie genau ich das Ganze vielleicht anders aufbaue. Deswegen möchte ich das aktuell erstmal pausieren, dass ich am Ende sagen kann, hey, das ist immer noch die Zeit, die wir bisher in den Account reingesteckt haben und nicht irgendwie hin und her springen oder sowas. Außerdem, im Oktober jetzt, wie vielleicht einige mitbekommen haben, ist Richtung Ende des Monats bereits die Weltmeisterschaft das Finale. Dort bin ich auf jeden Fall auch wieder in Helsinki und das wird ein circa ungefähr 10, 11 Tage Trip von meiner Seite aus sein. Und alle, die es vielleicht wieder meinen Kanal hier mehr verfolgen, wissen, ich lade normalerweise immer jeden Tag 2 Videos hoch. Eins auf Deutsch, eins auf Englisch. Und das bedeutet ca. 20 bis 22 Videos, die ich davor produzieren muss, noch obendrein zu den eh schon täglichen Videos. Da bin ich ehrlich, schaffe ich das aktuell zeitlich einfach nicht, noch dort den Free-to-Play-Account sozusagen zu befeuern. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich einfach mir gedacht habe, okay, ich pausiere das und nutze die Zeit dann lieber dafür, um mal zu überlegen, wie ich das allgemein das Ganze vielleicht interessanter gestalten könnte. Falls ihr Ideen habt, wie ich den ganzen Free-to-Play-Account vielleicht interessanter für euch Zuschauer machen könnte, lasst mich gerne wissen. Für mich eins der Hauptprobleme ist halt eben einfach, nun ja, Free-to-Play ist halt nicht wirklich das Interessanteste, wenn wir ehrlich sind. Die Helden sind fast durchgehend am Schlafen, das heißt, es ist schwieriger, Angriffe zu zeigen. Natürlich versuche ich auch Angriffe zu zeigen, wo man halt eben keine Helden benutzt, weil das ist halt eben die Realität für sehr, sehr viele Spieler. Aber zeitgleich macht natürlich das Video aufnehmen dann eben auch als Zuschauer am Ende nicht ganz so viel Spaß. Zumindest ist das, wie ich das mal unter anderem eben erkläre. Lasst mir auch mal wissen, ob ihr da irgendwelche Ideen habt. Ansonsten war es das schon als kurzes kleines Update-Video meinerseits, was das ganze Projekt angeht. Deswegen nicht wundern, wenn das jetzt vielleicht über den nächsten Monat nicht ganz häufig ist. Versucht das auf jeden Fall später fortzuführen, Richtung Ende des Jahres. Und dann hoffe ich, dass mir irgendwas eingefallen ist. Ansonsten natürlich immer vielen Dank für euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen natürlich wieder zurück zum nächsten Clash-Video. Bis dann rein. Ich wünsche euch was. Und natürlich, tschö, tschö.